Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder das Scryfies. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Medien 2.de auf dem Server Ruby bzw. auf dem Server Chimera. Und ja, in der letzten Folge habe ich leider Gottes ein Schmiedebuch benutzt, um meine Zodiac-Klinge zu upen. Das Ganze hat nicht so gut funktioniert. Aber in dieser Folge werde ich auf jeden Fall mit den Schmiedebüchern weitermachen. Ich muss das Ding einfach nochmal auf plus 8 kriegen und ich würde sagen, wir springen direkt zum ersten Clip und schauen uns an, ob das Ganze auch funktioniert. Wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt mal, wenn das denn funktioniert, ich kaufe mir jetzt mal hier 5 Schmiedebücher aus dem Item-Shop. Die werden wir gleich umwandeln. Die guten Schmiedebücher hier. Und dann werde ich die Zodiac-Klinge mal ein bisschen bearbeiten mit Schmiedebüchern. Ich habe ja noch ein bisschen Geld. Weil, oh Leck, ich bin so am Verzweifeln, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Doch, die Leute, die Schlangenrüstung abnehmen, ihr könnt euch das ganz genau vorstellen. Ihr wisst, wie sich das anfühlt. Aber alle anderen, ich sag's euch. Oh Mann. Das Ding ist, ich wollte ja eigentlich wirklich nur komplett mit magischen Steinen abnehmen. Aber Leute, wenn man beim 31. magischen Stein ist, irgendwann verliert man die Geduld und die Hoffnung. Und es ist einfach, es ist furchtbar. Es ist absolut furchtbar. Und da will man dann natürlich das Beste rausholen. Ich habe heute auch wieder ein Video gesehen, wo jemand irgendwie 3 magische, 3 Ritualsteine über ein Item laufen lässt und dann jemand anderes auch einen Ritualstein und so. Und nichts hat irgendwie eine höhere Erfolgschance. Ich weiß nicht, es ist alles irgendwie gleich. Und wenn ich dann noch höre, dass jemand schon 13 Siegel der Götter auf seinen Schlangenbogen gewichst hat. Junge, ich weiß nicht. Da kriegt man... kriegt man einfach die Krise. Ich weiß nicht, wie man es erklären soll. Das ist so ein richtiger Tiefpunkt in Medien, wenn man Sachen erbt. So, jetzt kaufen wir uns ein Achat für 25 Kaka. Wenigstens treibe ich die Wirtschaft an, wenigstens das. Und jetzt, Leute, bin ich richtig gespannt, ob die Klinge wieder runtergeht auf 6. Wenn es so wäre, wäre es richtig mies. Wenn sie auf 8 geht, versuchen wir sie direkt nochmal mit einem Schmiede auf plus 9. Bleibt gespannt. Bangt mit mir um das Ergebnis. Wir werden es jetzt ausprobieren. Wir werden das Ding jetzt auf plus 8 versuchen. Wenn es klappen würde, wäre es auf jeden Fall nice. Es würde mir wieder einen kleinen Angriffsboost geben. Dann könnte ich wieder die Runs solo schaffen. Ansonsten bin ich auf gut Deutsch gefickt. Probieren wir es einfach mal aus. 3, 2, 1. Ja, das war zu erwarten. Es wäre auch zu schön gewesen, jetzt geht sie wahrscheinlich komplett runter. Also wenn sie jetzt komplett runter geht, dann ist das dieses typische Beispiel dafür, wenn sie einmal auf 8 war, dann droppt sie halt auch instant wieder auf plus 3, weil wahrscheinlich auch der plus 5er Versuch dann failen würde. Das dürfte jetzt nach meiner Expertenerfahrung her auch wieder failen, mit trotz Schmiedebuch. Oh, es hat geklappt, okay. Ich habe nichts gesagt. Da habe ich mich wohl zu früh beschwert. Ey, das hier ist einfach Wahnsinn. Okay, es ist wieder plus 7. Wir haben wieder einen plus 8er Versuch. Das wäre dann jetzt mit den 6 magischen Steinen und dem Schmiedebuch eben der 8. plus 8er Versuch. Mal schauen. Ja, hat auch wieder gefällt und jetzt geht es aber runter. Ja, das war's. Die Klinge ist plus 5. Ich bin richtig, richtig hart gefickt worden gerade von dem Game. Ja, auf plus 6 versuche ich nicht mit einem Schmiede, da muss ich jetzt wieder ran mit Drachensegis. Geld ist auch deutlich weniger geworden. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, Leute. So, wir haben einen antiken Versuch bei Onyx. Hat geklappt, nice. Gucke ich mal hier gerade, ob hier noch was möglich ist. Nee, sieht nicht so aus. Habe ich sonst noch irgendwas? Nope. Dann würde ich sagen, machen wir das auch direkt mal in den Shop. Und wieder ein bisschen Yang generieren. Die Nemere-Eier für 5 Kaka rein. Das Razador-Ei machen wir unten für... Ja, machen wir es für 50 rein. Und so eine Kleidung hier machen wir auch nochmal für 3 Kaka rein. Achso, ja stimmt, den hier habe ich jetzt fast vergessen. Der ist, denke ich mal, so 55 Kaka wert, sollte passen. Und dann ist der Shop auch wieder offen. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade ein paar Mondis geöffnet. Insgesamt 200 Stück. Stimmt nicht. 223 waren es, glaube ich. Erstmal gucken, ob hier diese komischen Bücher klappen. Das hat geklappt. Und das kann ich noch nicht lesen. Dann machen wir das wieder zurück. Holen die 11 Segis mal. Ach, die 11 Drachensegis, sorry, mal raus. Gucken. Ja, ich habe noch 18 stabile Schnüre. Die brauchen wir nämlich jetzt.
wenn wir das Ding uppen wollen, da habe ich auch noch zwei schwere Gurte, die können wir auch noch hier runternehmen, dann kann man das nochmal verbessern. Und ich glaube, ja, ansonsten brauchen wir gar nichts, um die Sodir-Klinge zu uppen. Dann versuchen wir es mal. Die geht jetzt wahrscheinlich wieder auf plus 3, oder? Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie ich gesagt habe, wenn man einmal auf plus 9 versucht und es failt, Selbstmordkommando. Jetzt hat sie einfach nur noch 186 AW. Oh, warte mal, da könnte ich doch... Habe ich nicht hier hinten auch noch so eine? Ja, perfekt. Die kann ich doch dann direkt nutzen. Siehst du, dann findet die auch mal wieder Nutzen. Die Scheiße da. Jetzt habe ich mir hier was gemacht. Das können wir dann auch benutzen. Ach ja, ist es nicht herrlich. Das hier wird jetzt wieder sehr Nerven auftreiben. Die Scheiße hier hochzukriegen. Und übrigens auch sehr kostspielig, kann ich mir vorstellen. Ja. Also das ist... Das ist schon auf jeden Fall Krise hier. Muss ich mir gleich jetzt wieder neue Monis kaufen. Komm, machen wir mal abbrechen. Nö. Was fehlt uns jetzt? Jetzt fehlen mir stabile Schnüre. Ich wandle am besten... Oh, stopp! Moment, ich muss nichts umwandeln. Ich kann euch das kurz zeigen. Wir haben wieder die ganzen Eier verkauft für 100 Kaker. Das ist auf jeden Fall nice. Dann kann ich nämlich direkt mal stabile Schnüre kaufen. Ja, Schnüre brauche ich nämlich. Ich hoffe, die sind jetzt nicht allzu teuer. Ne, nicht bei Waffen sind sie, sondern bei Verbesserungen. Stabile Schnüre. Da, da, da. Hm. Also wenn die ein Kaker das Stück wert sind, die sind sogar mehr als ein Kaker wert. Ja, das ist ja typisch, dass die dann steigen, wenn ich wenn ich am Appen bin. Das ist natürlich wieder der Klassiker. Mal gucken, was kosten 20 Stück hier hinten. Ja, uff, auf jeden Fall teuer. Und die Klinge will auch nicht auf plus 6 zurück. Was fehlt jetzt wieder? Ah, jetzt fehlen rote Zodiac-Schatullen. Die sind natürlich auch wieder arschteuer. Na, 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 na. Ich gebe mein Geld aus. La, 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 la. So, letzter Versuch auf plus 6. Komm schon. Ja, okay, sie ist auf plus 6. Letzter Versuch auf plus 7. Komm schon. Ja, okay, sie ist wieder auf 7. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir direkt einen 8er Versuch hinterher. Da muss ich nochmal hier shoppen. Ein bisschen shoppen. Ist natürlich jetzt auch blöd, dass ich das hier von Dings kaufen muss. Nee, wisst ihr was? Ich glaube, ich kaufe mal Fischertruhen. Eine Sekunde. So, schauen wir mal nach. Ich habe mir jetzt hier ein paar Fischertruhen gegönnt. Insgesamt sind das hier jetzt 30 Öffner auf jeden Fall. Schauen wir mal rein. Ob wir ein Schmiedebuch rausziehen, wäre auf jeden Fall geil. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Rappen bekommen. Das ist jetzt nicht so das, was ich haben wollte. Eine Heldenmedaille haben wir auch schon gezogen. Das ist ganz nice für 24 Stunden, aber ich glaube nicht, dass wir hier ein Schmiedebuch rauskriegen. Nochmal ein Rappen, Medaille und die letzten zwei Buch des Anführers wieder. Ja, also leider Gottes ist nichts Gutes dabei gewesen, was wir irgendwie hätten verkaufen können. Meine, wisst ihr was, ich kaufe nochmal 10. Eine Sekunde. So, ich habe nochmal 10 Stück am Start. Gucken wir mal, was hier rauskommt. Da haben wir jetzt einen Edda gekriegt. Medaille des Drachen. Nochmal diese B-Tapfis. Bisschen Young und so. Ein Affenei. Feuerwerkskreisel. Da ist jetzt zum ersten Mal eine Exo auch dabei gewesen. Und die letzten zwei haben wir nochmal einen Switcher bekommen. Und nochmal so einen komischen Erfahrungsring. Also, ja. Zwei Switcher insgesamt bekommen. Ich glaube, zwei Edda waren auch dabei. Aber... Für mich lohnt es sich nicht jetzt nicht wirklich. Ich würde sagen, ich rufe einfach mal ganz kurz und wenn sich jemand meldet, sage ich euch Bescheid. So Leute, ich habe leider Gottes keinen gefunden, der mir irgendwie ein Schmiedebuch verkaufen könnte. Dementsprechend werde ich jetzt einfach silberne Okay-Truhen aufballern. Und zwar 400 Stück. Ich weiß jetzt schon, dass das wieder einiges an Zeug wird, was man in irgendeiner Form verkaufen kann. Deswegen hole ich schon mal hier die Bänder raus. Wir werden nämlich dann wieder Bänder uppen. Und die magischen Steine, die hier rauskommen, die werden alle auf die Sodia-Klinge fliegen. Und wenn das dann nicht auf plus 8 gehen sollte, beziehungsweise auf plus 9, dann... Ja, dann muss ich leider bekannt geben, dass ich dann ab sofort nur noch mit Schmiedebüchern arbeiten werde. Und das ist belastend, das ist sogar sehr belastend. Aber wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen und dementsprechend werden wir jetzt erstmal die 200 bzw. 400 Silbernen hier aufmachen. Das sind übrigens die letzten Silbernen, die ich habe, also dann sind alle Reste aufgebraucht. Dann
gibt es keine Möglichkeit mehr für mich, an magische Steine zu kommen, außer sie halt zu kaufen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an, die Dinger mal zu öffnen und wir gucken, wie viele magische Steine wir aus 400 silbernen Truhen rausbekommen. Ich werde die hier im Rekord, in Rekordzeit wieder öffnen. Ja genau, die Bänder, die werde ich direkt kombinieren. Machen wir das mal anders. So, das hat geklappt. Wo ist das Fünferband? Da ist es. Das hat auch geklappt. Das hat auch geklappt. Nice, und 16%. Da haben wir wieder ein bisschen Yang rausbekommen. Bisher leider nur ein magischer Stein. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Das ist jetzt schon der zweite magische Stein gewesen. Oh, wir müssen auf jeden Fall wieder ziemlich viel Müll wegwerfen. Da ist der dritte magische Stein. Noch 86 mal vor uns. Da haben wir auch schon ein Ratsei bekommen. Noch ein Switcher Plus. Und ihr wisst, worauf der Switcher Plus gezogen wird. Auf meine Rösi. Bumm. 1,5 TP, 15 Fall, 15 Einhand ist natürlich nicht so gut wie 2K10-10. Dementsprechend ja, kommt der weg. Ja, dann machen wir hier die letzten jetzt auf. Schauen wir mal. 50 Stück sind es noch. Leider kein magischer Stein mehr bekommen. Wir haben aber noch ein paar Bänder, die wir hier upen können. Das ist dann auch wieder ein bisschen platzsparend, auch wieder erfolgreich. Da haben wir noch einen Einser. Haben wir sonst noch irgendwo einen Einser? Ich sehe gerade, ja, da haben wir noch einen Einser. Da haben wir auch noch einen Einser. Auch erfolgreich. Und jetzt haben wir zwei Fünfer. Da ist ein Fünfer. Das andere ist da hinten. Auch wieder erfolgreich. Jetzt haben wir wieder ein Zehnerband. Ja, ich gehe mal ganz kurz das Inventar wieder säubern. So, weiter geht's mit dem Öffnen. Wir begeben uns wieder in Richtung Gedöns hier hinten. Da haben wir wieder einen Switcher Plus. Den werden wir gleich wieder drüber laufen lassen. Da ist noch ein magischer Stein. Mal schauen. Ja, das heißt, in den ersten 200 waren 5 magische Steine drin. Ist eigentlich eine ganz... Oh, und 4 Switcher Plus sogar. Okay, dann können wir die restlichen Switcher Plus auch noch über die Rüstung laufen lassen. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Hier kommt auf jeden Fall schon mal ein Durchschlag-Scheiß-Gedönsbums raus. Ja, also so viele Switcher Plus habe ich tatsächlich noch nie irgendwo drüber laufen lassen. Ja, gucken wir mal, was rauskommt. Hier haben wir 30 AW und 10 Nahkampf. Nein, das brauchen wir leider nicht. Was will der hier? Frage, hast du vielleicht 100k zum Sachen abben? Ja, hab ich. Er hat kein Bitte gesagt. Mal abwarten, ob er noch Bitte schreibt. 1 KTP, 10, leider auch nicht. Und der letzte Plus-Switcher ist auch kompletter Schmutz. Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal mit einem Switcher Plus was Gutes bekommen? Also ich hatte da, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal was Gutes dabei. Leider. Und ja, jetzt haben wir hier wieder 5 magische Steine. Ich würde sagen, ich besorge mal das Zeug, um die Zodiac-Klinge 5x auf plus 8 zu probieren. Und dann schauen wir mal nach. Vielleicht klappt hier endlich mal ein magischer Stein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Erfolgschance von den Dingern irgendwie bei 1% liegt. Aber vielleicht hitten wir ja die 1%. So, ich habe genügend Material gesammelt für die magischen Steine. Das dürfte jetzt eigentlich in einem Rutsch hochgehen. Ah ja, nein, magische Steine, zeig uns dein Potenzial. Nein, das war leider das ist nicht das Potenzial, was ich meine. Ich meinte eigentlich das Potenzial, wo dann der Gegenstand Gedöns war erfolgreich steht. Das waren jetzt auch wieder 5, warte, machen wir den magischen Stein so, vielleicht klappt es dann. Nö, also 5 magische Steine wieder, Leute. Magische Steine sind, ja, sind das beste Abgedöns-Zeug, was es gibt, nicht. Ach du Scheiße. Gut, widmen wir uns den letzten 200 dann, ne? Schauen wir mal. Ich gucke jetzt unten rein. Ich sag euch, wenn wir einen magischen Stein ziehen. Gucken gespannt. Boah, da kommt sehr viel Yang raus, Digga. Sehr, sehr viel Yang. Und keine magischen Steine bisher. Wir sind schon bei... Ach du Scheiße. Oh je. Ein magischer Stein. Komm, den magischen Stein, den ziehen wir auch direkt mal drüber. Einfach nur, damit der direkt weg ist. Ja. Oh, es ist so herrlich. Da haben wir den nächsten. Kann ich den auch noch drüber ziehen? Ne, den kann ich jetzt leider nicht drüber ziehen, aber... Ach du Scheiße, da ist der dritte magische Stein. Und jetzt müssen wir gleich wieder entmüllen. Ja, ich entmülle mal kurz das Inventar, beziehungsweise können wir hier Bänder uppen? Ja, ich glaube, wir können wieder Bänder uppen. Das ist ja ein geiles Chaos, Alter. Das ist ja, oh, fehlgeschlagen zum ersten Mal. Ich meine, ich hatte eben eine richtig gute Quote bei den Bänder uppen.
Ja, kurze Pause. So, dann schauen wir mal, wie viel aus den letzten silbernen Truhen hier noch rauskommt. Die können wir eigentlich auch auf die Seite hier machen. Ja, da kam noch ein magischer Stein raus. Noch ein magischer Stein, noch ein magischer Stein. Also die letzten Truhen haben gegönnt. Da haben wir jetzt insgesamt 6 magische Steine aus den 200 rausbekommen. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 5 Versuche. Und wir haben auch nochmal einen Versuch mit dem Switcher Plus. Auch wieder Crap. Leider. Ja, wir haben ein paar Eier rausbekommen auf jeden Fall. Da sehe ich jetzt schon 3 Razer-Eier. Das ist dieses Mal eigentlich, das ist dieses Mal eine sehr gute Razer-Ei-Quote. Da haben wir noch 2 Bänder, die gehen wir mal schnell appen. Und die magischen Steine werden wir dann natürlich gleich auch wieder über die Klinge laufen lassen. Und dann war's das. Dann habe ich keine magischen Steine mehr. Dann werden wir komplett auf Schmiedebücher umspringen. Komplett Schmiedebücher. Das wird mal eine Herausforderung, die sich gewaschen hat. Ich sag's euch. Also da werde ich entweder dran scheitern oder richtig abräumen. Wir werden ja dann sehen, welches der beiden Dinge es ist. Ich habe übrigens, ohne Witz, ich habe so viele Teleportationsringe und so viele Windschuhe bereits bei der Gemi verkauft, das ist echt nicht mehr normal. Das ist echt abartig, wie viele das waren. Ja, ich mache mal einen... Oh, da unten ist nochmal so. Das verkaufen wir gerade auch noch. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut. Ich besorge nochmal die Materialien. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und auch unterstützen. Wenn ihr mit Mädchen 2 anfangen wollt, aber noch keinen Account habt, registriert euch doch bitte kostenlos unter meinem eigenen Link. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist, wie gesagt, kostenlos und damit unterstützt ihr mich ein wenig. Gut, ansonsten wünsche ich euch noch was. Bleibt aktiv. Ich bin raus. Peace.